Naja, Deacon. Wir haben zu kämpfen. Olgrin Hedison. Ja, komm schon. Wir haben zu kämpfen. Der herbeigezauberte Schreckensbär wird eben schnell erledigt. Wir müssen uns zusehen, dass wir schnell uns den Ogamagos zuwenden, weil die haben es schon in sich. Wie man aussieht, der hat sich nämlich schon, der verzaubert schon wieder einen herbei. Das gefällt mir nicht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wow, der macht ziemlich bösen Schaden. Müssen uns selber hier heilen. Ganz gewaltig, ganz schnell. Nochmal. Schnell den Bären hier ausschalten. Der hat aber auch einen Schadensoutput draußen. Mal eben so ein bisschen weggehen. Oh, Hilfe. Kannst du mal. Wieso kann ich ja gar nicht gegen anheilen? Es fängt schon gut an. So. Ist der. Und wir sind tot. Tja. Dann laden wir. Und da wir keinen Schurkenstein haben, sind wir auch nicht gerettet worden. Also machen wir das Ganze nochmal. Ich werde den besiegen. Wir werden ihn besiegen. So viel steht schon mal fest. Auf jeden Fall brauchen wir dafür aber Heilung. Viel mehr Heilung. Oh, das macht Deacon so wütend. Also kriegen wir schon irgendwie hin. Da komme ich dann später nochmal wieder. So, noch ein weißer Stab. Noch mehr Heilertaschen. Noch mehr Heilertaschen. Heilertasche plus 10. Ja. Die hatten wir schon aufgemacht. Ja, hatten wir. Gut, dann einmal ausruhen. Wahrscheinlich werden wir jetzt wieder gestört. Ne, werden wir nicht. Dann werde ich gleich nochmal einen Speicherpunkt setzen. Dann versuche ich es noch einmal. Vielleicht noch ein zweites Mal. Sah ja am Anfang gar nicht so schlecht aus. Wir müssen nur schauen, dass wir eine gute Möglichkeit finden, ihn auf Dauer fernzuhalten irgendwie. Keine Ahnung. Aber wenn das schon den Übergang zum zweiten Punkt bewacht, ist es ja auch nicht verwunderlich, dass er etwas härter im Nehmen ist als die anderen. Und wir werden ihn besiegen. Der hat aber auch einen Zauber-Output. Komm schon. Wo bist du? Wo bist du? Zauberst? Meine Waffe. Wirkungslos. Was? Meine Waffe. Wirkungslos. Was? Was ist, Mäuschen? Nee, nicht daran rumspielen. Was ist? Ja. Ab ins Bett. Ja, so egal. Abflug. Mal schauen, ob es jetzt was wird. Also mit dem Bogen sind wir nicht effektiv und er haut schon wieder einen Schaden raus. Das ist echt nicht mehr schön. Ja, da sind wir hinüber. Wenig aufgepasst. Das ist irgendwie, naja. Wir brauchen noch jemanden anders dazu. An sich. Oder mal eben gleich von Anfang an nochmal mit den Schwertern probieren. Wir
merken ja jetzt, Bogen bringt gar nichts. Deswegen ran hier. Erstmal schon wieder unsichtbar. Das ist auch so eine Sache. Komm schon, Deacon. Spiel deine Lieder. Ich will nur einen Schaden machen. Dieser scheiß Frostblitz Eisgedöns da macht echt kaum verletzt. Kritische Treffer kaum verletzt. Das ist doch... Jetzt ist er verletzt. Das ist doch schon eine schöne Sache. Wir heilen uns mal eben. Ja. Kriegen wir ihn hin? Kriegen wir ihn? Wir heilen uns weiter. Keine Waffe. Wirkungslos. Der aber auch so viele von diesen Zaubern zur Verfügung hat. Naja. Es ist echt hart. Schwer verwundet und er ist schon wieder weg. Wo ist er denn? Wo ist er hin? Er ist verschwunden. Ne, da hinten ist er. So. Jetzt. Jetzt haben wir dich gleich. Und er ist unverletzt. Oh, welche Überraschung. Ja. Ja, und er hat schon wieder raus. Er hat sich geheilt. Wir können jetzt nur nochmal eben einen Heiltrank nehmen. Ich hoffe jetzt, dass er so langsam sein Potenzial an Zauber verliert. Nein, er haut sogar noch einen richtig harten raus. Na, komm schon. Meine Begleitung hier wegmachen. Was hast du an Zauber übrig? Ja, und jetzt ist gleich vorbei. Noch ein so ein Schlag und wir sind wieder weg. Ja. Ja, anscheinend sind ihm die Zauber ausgegangen, wenn wir Glück haben. Ja. Jetzt können wir vielleicht mit ihm reden. Der Ogre zieht die Brauen zusammen und zeigt seine Zähne, was nur mit sehr viel gutem Willen als Lächeln gedeutet werden könnte. Und wenn, dann ist es ein furchterregendes Lächeln. Offensichtlich bin ich euch nicht gewachsen. Doch da wir ja beide zivilisierte Wesen sind, gibt es keinen Grund für euch, mich zu töten. Ihr habt mich in einem aufrechten Kampf besiegt. Sagt mir also, was ich für euch tun kann. Er redet ziemlich flüssig für einen Ogre. Der Ogre gluckst. Ja, ich weiß, von uns Ogern wird immer erwartet, dass wir weitgehend sinnentleerte Sätze vom Stapel lassen, wie ich machen euch platt, ey, oder ähnliches, aber ich nutze diese Stereotypen nur, um mir meine Feinde vom Hals zu halten. Da ich ein mächtiger Magier bin, sollten die Leute eigentlich erkennen, dass ich auch äußerst intelligent bin. Doch sie sehen diesen Körper und rechnen dann einfach mit dem Schlimmsten. Meine Feinde unterschätzen mich jedenfalls, abgesehen von euch natürlich. Deacon, wissen wir, ihr fühlen Leute gemein zu mir, bloß weil ich Kobold bin, aber wenn sie Deacon singen lassen, dann sie ihn nicht mehr so hassen. Die Leute brauchen also einfach Zeit, um sich an Deacon zu gewöhnen. Ja, Boss, vielleicht haben ihr recht, Deacon ist wie guter Wein, wird besser, je länger er in eurem Keller sitzt. Ich kann wohl davon ausgehen, dass meine Streitkräfte fast völlig dezimiert wurden, wie es scheint. Wird also doch diese überdimensionale Fehde über dieses Stockwerk herrschen. Wie sehen die Bedingungen für meine Aufgabe aus? Was meint ihr mit Bedingungen? Na, ihr habt mich ohne große Probleme besiegt. Den Sieger gehört nun mal die Beute. Und ihr habt mein Leben geschont. Also ihr Anspruch auf gewisse Kompensationsgeschäfte. Ich mache also einen Vorschlag. Ich beantworte eure Fragen in der gebotenen Ausführlichkeit und ihr schenkt mir dafür das Leben. Ich versichere euch, dass ich mich danach aus dem Staub machen werde und ihr mich nie wieder seht. Na gut. Er ist ziemlich intelligent und wählt sich höflich aus. Also drückt sich sehr gewählt aus. Und das schätze ich und deswegen... Meine Ressourcen stehen zu eurer Verfügung. Welche Fragen soll ich beantworten? Erzählt mir von der Feenkönigin. In jüngster Zeit haben Unterberg eine fundamentale Verschiebung der Machtverhältnisse stattgefunden. Unnötig zu betonen, dass ich versuchte, aus der Wende Kapital zu schlagen. Ich begann Anhänger zu rekrutieren und meinen Einfluss auf die gesamte Ebene auszuweiten. Dummerweise muss diese Feenkönigin den gleichen Plan gehabt haben. Ein Zusammenprall war unvermeidlich. Ich hatte geglaubt, diesen Krieg rasch beenden zu können. Aber ihre Feenkräfte der Beherrschung und der Bezauberung haben mir die Feindseligkeiten in die Länge gezogen. Gut. Wir haben eigentlich genug gehört. Wir wissen eigentlich alles. Ihr könnt gehen.
Ich wusste, dass ihr ein Mann von Ehre seid. Ich danke euch für mein Leben und wünsche euch noch viel Glück in diesem verrückten Labyrinth des Todes. Ja, im Normalfall hätte ich jeden meiner Gegner natürlich getötet, aber hier habe ich keinen Grund gehabt. Warum? Er ist sehr gewählt. Er ist sehr höflich. Ein Feueropal. Dann lassen wir ihn doch da. Außerdem hat mir dieser Kampf Spaß gemacht. Feldspat, Pulver, Fackel. Ich möchte Heilung. Ja, toll. Wir sind vergiftet. Verdammt, verdammt. Ich habe die Falle nicht bedacht. Dass hier Fallen sind überhaupt. Wir schlagen die auch noch ein. So. Komm schon. Mach auf. Mach auf die Tür hier. Geht doch. Was haben wir denn hier drinne? Donnerstein, Diamant und eiserner Magen. Gefällt mir. Erstmal schnell speichern und dann gucken wir mal, ob hier was drin ist. Eine Falle. Er schlägt sein. Und wieder kriegt die Kinder das Ding nicht auf. Naja. Dann ist das halt so. Da können wir auch nichts mehr dran ändern. Wirkungslos. Was? So, was haben wir denn hier? Oh, eine Harfe. Das ist eine Sache, die können halt nur noch ein roter Stab. Bärenstärke. Und lass das bitte ein Schurkenstein sein. Ja, wir haben einen Schurkenstein. Juhu. Das heißt, wir können im Falle unseres Todes zurückkehren. Ich werde erstmal speichern. So. Hier ist keine Falle. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt hier den Platz des Ogermagiers. Das ist eine Bank. Haben wir ausgeräumt. Und hier wäre ein Gang in eine zweiten Ebene. Ach, hätten wir den wahrscheinlich voll quatschen müssen. Dann hätte er uns den freigeschlagen, oder? Obwohl ich das nicht glaube. Ich glaube, dafür brauchen wir ja das Rätsel. Müssen wir das Rätsel lösen. Jetzt werden wir erstmal uns ausruhen. Und wir werden gestört. Das passiert halt immer mal. Ach ja, komm schon. Ich möchte aber gerne tot den Winzling. Ich gebe dir gleich tot den Winzling. Jetzt bist du gleich dein Tod. So. Komm schon. Wollen wir uns ausruhen. Dickin, komm hierher. Wir möchten uns ausruhen, damit wir den Rest dieses Nordens erkunden können, in der Hoffnung, dass es dann dass wir dann den ganzen Norden. Oh, du gehst mir auf den Keks, bleib liegen. Den ganzen Norden hier erkundet haben, können wir jetzt bitte ausruhen. Nochmal. Jetzt funktioniert's doch, es geht doch. Warum nicht gleich so? Wie immer dauert das ein klein bisschen. Dass man hier aber beim Ausruhen gestört wird, ist eine Sache, die gefällt mir sehr gut. Die war in den anderen Teilen, also in Icewind Dale und Baldur's Gate, ja auch eine sehr, sehr häufig vertreten. Was mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, dass man nie wusste, von wem bin ich jetzt sicher oder nicht. In Pool of Radiance, Runes of Mifflana war es ja so, da hat man es dann gesehen, wie sicher man ist. Was auch sehr nett war. Eine neue Tür. Ein neuer Schnellspeicher. Hier in dem Unterberg kann man nie sicher genug sein. Und orkischer Wurfpfeilmeister und noch mehr. Wir machen euch alle kalt. Deacon und ich. Da wird dir auch dein Trank nichts bringen. Wir machen hier einmal die Tür auf. Und was erwartet uns hier? Also dieses Ding, wo man tote Leute reinlegt, nicht anfassen. Deacon hat ein schlechtes Gefühl dabei. Ja, ich fasse ihn trotzdem an. Weil hier eine Mumie drin hockt. Da hat Deacon aber wirklich ein schlechtes Gefühl gehabt.
Aber das Amulett und alles, das nehmen wir mit. Und die Mumie machen wir weg. Das ist ja zum Glück, ist das nur Untruder, der fällt mit zu unseren Erzfeinden. Das heißt, wir werden hier nochmal erhöhten Schaden machen. Wirkungslos. Zum Glück haben wir aber noch Säure durch mit. Der macht ja ein bisschen. Der macht ja magischen Schaden. Genau, den Strohlangschwert wollte ich mir mal angucken noch. Jetzt schleppe ich die ganze Zeit neue Waffen mit rum, ohne diese zu kontrollieren. Ich werde nachlässig, das gefällt mir nicht. Das könnte hier in dem Unterberg den Tod bedeuten. Ach ja. Sobald wir die Mumie hingelegt haben, werden wir uns die neue Ausrüstung einmal anschauen. Es sollte nicht mehr lange dauern, bis diese erledigt ist. Immerhin ist sie schon dem Tode nahe. Ich finde das übrigens so toll, dass die sich im Hintergrund so freut. So, hurra, hurra. Oh, das klingt so super. Na, komm schon, fall hin. Geht doch. So, dann schauen wir doch mal. Was haben wir denn da? Mächtiges Amulett der Gesundheit. Immunität, Gift, Krankheitsstufen und Attributsverluste. Eingetütet. Umgehangen. So, Drow-Langschwert. Verbesserungsbonus plus 2. Was haben wir? Wir haben hier nur ein Langschwert. Zack, ausgepackt, ausgewechselt. Immerhin ist das ein weitaus besseres. Grünblattlederrüstung. Verstecken plus 5. Rüstungsmodifikator plus 5. Das heißt, wir wären hier bei 5 und plus 2. Hier haben wir 2 und plus 5. Verstecken ist aber verbessert. So, mal gucken. Die andere sieht schöner aus. Bleiben wir bei der. Wir haben ja Verstecken, tun wir uns eh nicht. Schutzkappe. Immunität gegen Zauber der Geistesbeeinflussung und Befreiung. Wird das Ding aufgesetzt. Sieht zwar extrem hässlich aus, aber... Oh, mein Gott. Räuberrapier. Schadensbonus Säure 1W6. Das sieht schon, natürlich schon viel besser aus. Macht auch ein bisschen mehr Schaden. Dann machen wir das so. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Mal eben schnell speichern. Und dann machen wir weiter hier. Hat die Mumie noch was verloren? Nö. Werden wir mal die Wurfpfeilmeister hier noch dezimieren. Wir haben dann noch zwei Truhen, die wir begutachten müssen. Und dann werden wir die nächsten Räume hier begutachten. Wir haben da noch ein bisschen was. Und uns dann wieder zurückbegeben. So. Ja, es sind nur diese beiden Truhen. Aber wahrscheinlich kriegen wir... Ja, Fallen. Sehr schön. Ups. Noch eine Falle? Nein. Aber Weihwasser. So, Panzerhandschuh. Nicht identifiziert. Was haben wir? Handschuh der Faust ist hin. Das können wieder nur Mönche. Und dann haben wir hier den Raum auch erledigt. Ja, es ist schon... Ich mag das hier an dem Unterberg, dass man eigentlich immer so das Gefühl hat, man ist nie wirklich fertig. Man kann hier mal hin, da mal hin und dann fehlt das hier noch. Hier liegt noch eine Leiche herum, die eine Falle auslöst. Aber die Statue werden wir mal eben einschlagen. War für dich effektiv. Doch. Die Säure zumindest. Ja, der Säureanteil. Weil ich möchte die Falle hier deaktivieren. Damit automatisch. Säure macht hier schon Schaden. Das ist gut. Und nochmal. Und die. Und noch ein. Gib ihm. Mach ihn kaputt. Na los. Geht doch. Dann gehen wir noch hier runter. Da ist noch eine Falle. An der laufen wir mal geschmeidig vorbei. Außer Deacon. Da ist eine Geheimtür. Hallo, die freut uns doch, dass wir die entdeckt haben. Was erwartet uns denn hier? Auf jeden Fall erstmal eine Menge Zeug. Ein nicht identifiziertes Kurzschwert.
Ich heiße Nachtenstecken. Vampirische Regeneration, Verbesserungsbonus plus 2. Finde ich gut. Tauschen wir mal gegen das Rapier aus und nehmen das Rapier dafür aber in die erste Hand. Dann wird schon ein bisschen besser ausgerüstet. Nymphenumhang. Oh, wir haben hier eine Menge. Was macht denn der Nymphenumhang? Der macht ja, glaube ich, Charisma nur. Ja, aber wir haben noch gar keinen Umhang. Also daher können wir den auch umlegen. Und gehen wir jetzt durch das Portal? Noch nicht. Das ist noch eine Geheimtür. Dann nehmen wir die erstmal. Und... Ah, okay. Sein schwer ohne vernünftiges Licht, Buzz. Ausgang. Könnten Tinte gebrauchen, die in Dunkelheit leuchten. Oh ja, Dunkelheit leuchtende Tinte ist super. Hier ist ja noch mehr. Da ist ein Ausgang, da ist noch ein Ausgang. Da wäre noch eine Tür. Oh, hauer, hauer. Ganz viele Fallen hier. Das ist ja... Deacon scheint diese Säule angreifen zu wollen. Was mir nicht gefällt. Deacon, lässt du das? Achso, nee, den Drow-Scharfschützen. Und von da kommen Oger. Oh, hauer, hauer, ha. Das ist ja... Was hier alles los ist. Das Labyrinth, ja, da müssten wir eigentlich laufen. Aber so, dass wir nicht in die Fallen treten. Also, so, gehen wir erstmal hier wieder schnell hin. Ich will mir den Ausgang einmal angucken, wo der hinführt. So, orkischer Wurffallmeister. Wo führst du hin? In ein Zentrum. Ah, okay. Ins Zentrum führst du. Ausgang. Wo sind wir denn? Ach, da oben sind wir. Da ist noch ein Portal. Wir nehmen jetzt die Tür noch mit. Also eigentlich haben wir da oben ja, glaube ich, alles erledigt. Obwohl das Labyrinth noch sehr interessant aussieht. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier schnell in die Tür. Ach nee, da oben ist was anderes, glaube ich. Nee, wir gehen jetzt wieder zurück. Ja, es ist ein Hin und Her hier. Ich will das Labyrinth sehen. Ich will wissen, was dort am Ende passiert. Jetzt haben wir schon den direkten Zugang in den Norden gefunden. Boah, schon wieder Hunger. Aber die sind ja schon keine Gefahr mehr für uns. So. Urfallmeister hier. Es sind aber auch eine Menge Gegner unterwegs. Naja, dann sollen die halt. Wir müssen im Labyrinth aussehen, dass wir die Schroeder irgendwie wegkriegen. Und dann müssen wir auch noch zurück irgendwie kommen. Sag ich mal, damit wir Heiltränke kaufen können. Dann werden wir auch gleich die größten Tränke immer kaufen, weil das anderes bringt uns schon gar nichts mehr, ja? Ja, was heißt bringt nichts? Bringt schon, aber es wäre sinnlose Geldverschwendung. Goldverschwendung. Also, so, stirb. Und jetzt gib uns hier Falle ausgelöst. So. Ja, von hier aus kommen wir den Scharfschützen entgegen. Deacon wird wahrscheinlich durch sämtliche Fallen laufen. Ja. Damit ist Deacon schwer verwundet, wie wir jetzt gleich auch.
Verdammt. Ich werde mal eben schnell speichern. Denn die blöde Steuerung funktioniert extrem blöd. Deacon ist tot. Das heißt, wir müssen hier mit dem Zepter arbeiten. Hallo Deacon. Ich glaube, wir müssten unsere Taktik ändern. Ich möchte... Nein, im Moment nichts. Ich möchte eigentlich, dass er kurz stehen bleibt. Nein, nichts weiter. Wir bleiben jetzt erstmal so, wie wir sind. Da muss ich ihn halt immer wieder herholen. Ich möchte hier ans Ende des Labyrinths kommen. Oh, ich muss mich ein klein bisschen konzentrieren eben. Plötzlich. Bodenhebel. Und noch ein Bodenhebel. Und jetzt haben wir... Oh, wir haben es ausgeschaltet. Oh, ich habe noch ein bisschen Platz für Deacon. So. Oh, was haben wir hier drin? Ja? Wurfpfeil, Säurepfeil, Frostpfeil. Oh, kleiner Gegenstand, der nicht identifiziert ist. Und noch eine Adamit plus Brustplatte. Boah. Rüstungsbonus plus 2. Und Schadensreduzierungs plus 1,5 Schadenspunkte absorbiert. Womit die dann auch schon besser ist als unsere. Als unsere Kettenpanzer. Und schauen wir mal an, wie die aussieht. Oh ja, sieht nett aus. Ist okay. Gehen wir so hin. Wir sind jetzt fast so gut wie tot. Da ist ein Ausgang. Das heißt, wir machen hier einen Schnellspeicher. Und werden uns nochmal eben ausruhen. Und dann haben wir den Norden eigentlich abgegrast. Das ist schön. Wenn wir hier nochmal rausgehen. Ich denke mal, dann werde ich gleich nochmal wieder eine kurze Pause einlegen. Weil wir haben jetzt den Nordbereich des der ersten Ebene abgeschlossen. Da gibt es ja nichts mehr. Und damit, ja, jetzt kommen wir hier wieder raus. Wo sind wir? Ach, die da oben sind wir gut. Ja. Nee. Damit sind wir hier eigentlich so gut wie durch. Bolzen nicht identifiziert. Großer Schild nicht identifiziert. Ich mag diese Kreise nicht. Die machen Schaden. Aber ja, sind wir ganz gut durchgekommen. So, dann stelle ich mich hier hin. Hier speichere ich nochmal eben ab. So, aha, LP. HDU2. Dann finde ich das schnell wieder. Und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis dahin. Gehabt euch wohl.